Hier ist wieder, oh, guck dir mal, oh, das ist ein großer, Alter. Leute, richtig geil. Sind wir doch mal ehrlich, also jetzt mal wirklich ehrlich sein. Wäre ich Fisch, ich würde ihn schnappen. Gewechselt hab und da habt ihr rauf. Los. Da ist er noch. Alter, Alter. Ja, guten Morgen, Freunde, und herzlich willkommen zu einer nächsten Osan Mission. Ja, hier steht ein feiner Kerl an meiner Seite. Moin, ich bin Paul von Raubfischreaktor. Richtig. So, wir beide versuchen heute eine ganz bestimmte Mission anzugehen. Oh ja. Paul, wir lieben beide die Rapfenangelei. Mhm. Definitiv. Und ich habe heute eine Mission im Gepäck, die habe ich selber noch nie probiert. Und zwar mit einer Snake, also mit einer Schlange, einen Rapfen zu überlisten. Also ich bin mir ziemlich sicher, denn ich habe mir auch gleich schon mal die Schlange rangemacht. Ja. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Und ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass wir damit heute einen Rapfen fangen. Ja, man sieht es hier wirklich teilweise rumschwimmen. Die schießen in die Ukulei-Schwärme rein. Das können wir euch gleich mal einblenden. Das macht richtig Bock, hier einfach mal eine Stunde zu stehen. Ja, mal zu beobachten, ne? Richtig cool. Ja, du angelst hier mit einer Baitcaster, sehe ich gerade. Ja, ich habe heute meine Baitcaster dabei. Ist einfach einer meiner Lieblingsangeleien mit der Baitcaster. Okay. Bin ein bisschen flexibler damit. Ja. Sehr gut. Sehr, sehr cool. Ja, wir werden gleich mal runtergehen. Wir werden jetzt mal gleich ein paar Rapfen spotten. Wir haben leider keine Polbrillen mit. Allerdings muss ich dazu sagen, wenn man hier oben steht, sieht man sie ganz gut. Jo. Wenn man hier so ein bisschen lang schlendert, also an den Streckenabschnitten mal ein bisschen lang, dann sieht man sie auch noch ganz gut. Wir werfen die einfach an, versuchen jetzt wirklich einen zu fangen mit der Schlange. Ja, Paul, ich bin echt gespannt. Sichtangel, wird ein geiler Tag. So ist es. Leute, ihr werdet sehen. Viel Spaß. Los, Paul. Ach Mann, ich hab's vorhin schon gesagt, Rapfenangeln ist ein schnelles Angeln. Gesehen den Fisch und die Baitkasse nicht eingestellt richtig. Zu doll geworfen und dann hat die Rolle sich überdreht. Und der sogenannte Backlash ist aufgetreten. Ja, und jetzt ist es auch so ein Backlash, den ich noch nie auf meiner Rolle hatte. Also wirklich auch intensiv, die ganze Sache. Aber da hilft wirklich, Leute, einfach nur ruhig bleiben, nehmt euch die Zeit. Ich kann mein Modell jetzt hier auch rausnehmen, also wenn wirklich alle Stricke reißen sollten, dann mache ich hier die Klappe auf und dann mache ich so. Aber ich versuche es jetzt erstmal hier immer wieder aufzufädeln, langsam zu ziehen, ruhig bleiben und dann klappt das auch. Nehmt euch die Zeit, beim Rapfangeln ist das ein bisschen blöd, dass man sich Zeit nimmt, aber ist halt so. Geht ja sowieso nicht anders. Jetzt habe ich es geschafft. 20 Minuten hat es mich, glaube ich, mindestens gekostet, aber ihr seht es, kein Backlash mehr auf der Rolle. Und da hinten hat es mega fett geraubt, Leute. Also, wir sind noch hier. Jetzt kann es endlich weitergehen. Aber vorher, warte, nicht, dass es gleich wieder passiert. Richtig einstellen. Es war wirklich nur minimal, dass sie nicht richtig eingestellt war. So, ihr seht das Köder aus auf dem Boden. Rolle bewegt sich nicht weiter. Action. Ja, Leute, Paul hat seine Baitkaster enttütet. Ja, hast du übrigens sehr toll gemacht, Paul. So, jetzt kann es losgehen. Wir haben vorher ausgeknobelt, wer welche Farbe bekommt. Paul hat die braune, ich habe die grüne. Bin da gar nicht unglücklich drüber. Aber auf alle Fälle ein richtig cooler Köder. Also da muss man echt mal Savage Gear mal wirklich mal loben. Was Köder anbelangt, machen sie wirklich einen richtig coolen Job. Läuft fantastisch. Und ich bin sowas von gespannt, ob wir damit echten Rapfen erwischen. Ich sage nicht, bin ich ganz ehrlich. Paul sagt ja, unbedingt. Ja, wir versuchen es natürlich. So, Feuer frei. Na, wollen wir mal gucken, ob es hier klappt oder nicht. Also es ist ein absoluter Hechtköder, muss man echt dazu sagen. So wie der läuft, absolut genial. So, mein erster Fang, so wie Paul auch, ein Stück Kraut. Siehst du, Chris. Kann man schon mal machen. Petri. Petri, Dank. We'll be right back.
Ja Leute, unseren ersten Spot haben wir jetzt mal verlassen. Man sieht sie zwar, aber wir haben leider keinen Erfolg gehabt. Richtig. Deswegen gehen wir einfach mal ein Schrittchen weiter. Ihr seht es vielleicht, wir gehen jetzt gerade hier so am Kanal entlang. So, versuchen jetzt mal so ein paar Rapfen hier zu sichten. Paul ist schon ganz fleißig. Der hat die Augen nur auf dem Wasser. Sehr gut. Ja, und jetzt versuchen wir wirklich mal so einen Rapfen hier mal zu lokalisieren und dann werfen wir einfach mal an. Mal schauen, ob es hier funktioniert. Also ich bin mir sicher, dass es klappt. Paul sagt mit der Schlange. Ja. Ich mittlerweile auch. Weil die Schlange sieht echt geil aus, wirklich. Hier knistert's, Paul. Oh Gott, da ist Strom? Ja. Krass. Ja, ja. Hab ich auch gehört. Stromleitung über uns hier. Da ist er. Also den Köder nicht reinwerfen, gefährlich. Bitte nicht, bitte nicht. Gut, so Paul, Feuer frei. Komm, wir laufen noch ein paar Stückchen, ein paar Meter weiter. Ich habe das Talent, das dann noch wieder reinzuwerfen. Ja Leute, neue Stelle, neues Glück. Schlange natürlich, die Mission steht. Wir sind beide sowas von heiß, das glaubt ja gar nicht. Wahnsinn hier. Also wir sehen die ganze Zeit die Rapfen hier rumschwimmen. Absolut genial, kleine, große. Also wir tippen so, die größten, die wir heute gesehen haben, so 75 cm vielleicht. Das wäre schon ein echter Knaller, wenn wir das erwischen würden. So. Wer nicht probiert, der kann auch nicht fangen. Wird ja angegriffen. Von der Ameise. Guck hier. Ah, da ist er. Killer-Ameise. Ah ja, so ist das hier am Kanal. Gefährlich. Paul, hast du damit schon mal gefangen? Noch nicht. Bis zum heutigen Zeit. Bis zum heutigen Tag, wollte ich sagen. Ich werde nachher noch weiter mein Bestes geben. Also ich glaube schon, dass du damit wirklich Erfolg haben kannst, wirklich. Ich sag, auf Rapfen sei mal dahingestellt. Aber auf Hecht definitiv bin ich immer noch ganz große Überzeugung, wirklich. Ja Leute, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon mal mit der Snake einen Rapfen gefangen habt. Schreibt es doch einfach mal unten in die Kommentare rein, würde uns mal brennend interessieren. Ja. Leute, jetzt werde ich mal die Snake abmachen. Hat jetzt wirklich leider nicht funktioniert. Wirklich ein fantastischer Köder. Ich kann es gar nicht oft genug betonen. Aber ich mache jetzt einfach mal einen Popwalker ran. Ja, ihr habt richtig gehört. Das ist so eine Mischung so ein bisschen aus dem Popper und aus dem Stickbait. Macht auch wirklich ein bisschen Radau, weil der hat auch Rasseln im Inneren. Zwei super scharfe Drillinge dran. Richtig cooler Köder. Und mit dem versuche ich jetzt mal an der Oberfläche einen Rapfen zu erwischen. Wenn schon nicht mehr der Schlange funktioniert, dann vielleicht mit diesem Köder. Das ging ja schnell. Boah, einen ganzen Ruf, ganz so voll reingedonnert. So schnell war Paul jetzt leider nicht. So, der hat sich jetzt ein bisschen in die Seerosen hier verfangen, aber den kriegen wir schon raus. Ansonsten Plan B ist, dann gehe ich halt hier rein, ist mir auch egal. Was werde ich jetzt machen, Paul? Ich glaube auch, das ist besser. So Leute, aber tut man hier alles? Schön glitschig, ey. Schönes hier, ey. Schöner Rapfen. Jawohl, Petri. Petri, danke, ey. Sehr cool. So Leute, richtig stark. Hat funktioniert auf Plan B. So, der Popwalker. Richtig cool, geile Attacke. Sagt Paul, war leider nicht so schnell. Schönes Schiff. Auf jeden Fall dickes Petri, ja. Petri, danke. Ja Leute, ihr habt's gesehen. Auch ein richtig cooler Rapfen gewesen. Ja, das war jetzt der zweite, bin von ein paar Tagen. Ja, macht immer wieder Laune hier am Kanal. Wie gesagt, es muss eigentlich richtig heiß sein. Die beste Zeit ist wirklich der Hochsommer, wenn hier wirklich so 30, 35 Grad herrschen.
wenn es wirklich windstill ist. Jetzt haben wir ein bisschen Wind hier drauf, aber es macht nicht allzu viel aus. Ja, ihr habt es ja auch gesehen, man fängt auch trotzdem. Ihr müsst auf alle Fälle dranbleiben, das ist ganz wichtig. Wie gesagt, eine Polbrille wäre ganz gut. Die passenden Köder natürlich. Und wenn ihr mal was probieren wollt, so wie wir heute, einfach mal ja, so einen außergewöhnlichen Köder ranhängen, wie die Snake zum Beispiel. Ihr könnt auch mal eine Fledermaus ranmachen, ne? Oder auch eine Ratte. Man weiß es nicht. Also ich habe damit jetzt zwar noch keinen Rapfen gefangen, aber das ist halt die Mission. Ne? Ja, ihr könnt ja wirklich mal in die Kommentare reinschreiben, ob ihr mal vielleicht mit so einem außergewöhnlichen Köder mal einen Rapfen gefangen habt. Das wird uns mal brennend interessieren. So, wir gehen jetzt hier nochmal einen Schritt weiter. Wir haben jetzt hier nochmal so zwei Spots, die wir nochmal ansteuern. Die sehen sehr, sehr interessant aus. Und dann heißt es einfach wieder zurück zur Brücke. Dann machen wir da nochmal ein paar Würfe. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir noch einen erwischen. Wenn nicht, war es auf alle Fälle schon mal ein sehr, sehr cooler Tag gewesen. So Leute, ihr seht es, ich angle immer noch mit der Schlange und das ist jetzt schon wirklich einen ganzen Tag. Chris hat schon einmal einen Köder gewechselt, hat ja auch schon einen Rapfen gefangen. Ja. Aber davon lasse ich mich irgendwie gar nicht ablenken, weil Leute, sind wir doch mal ehrlich. Also jetzt mal wirklich ehrlich sein. Also der Köder, so viel Bewegung, macht so eine geile Aktion. Also wäre ich Fisch, ich würde ihn schnappen. So, ich werde jetzt da hinten nochmal ans Schilf. Das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Und da werden wir mal mit der Schlange lang schlängeln. Heiß bin ich, heiß. Glaube ich dir. Und von hier oben kann man schön beobachten, wo die Rapfen stehen. Also das könnt ihr wirklich auch gut sehen. Aber wir haben auch schon länger einfach keine mehr gesehen. Und wenn du weiter so schreist, ne, hören dich alle Leute da drüben. Und dann haben wir gleich Zuschauer. Du warst so weit weg. Ich habe gedacht, dann hört man mich nicht mehr. Ach so. Deswegen, jetzt bist du ja näher dran. Jetzt rede ich auch wieder leise. Wie sieht's aus? Machst du mal die Schlange ab oder machst du jetzt die letzten Würfe immer noch mit der? Also ich mache jetzt auch genau 10 Würfe mit der Schlange. Wir okay. Gehen ja jetzt wieder zur Brücke oder Richtung Brücke. Ja. Dann mache ich jetzt noch 10 Würfe mit der Schlange. Vielleicht kannst du dich ja nochmal auf die Brücke stellen. Vielleicht sehen wir ja nochmal einen. Ja. Dann versuche ich es nochmal so. Und falls nicht, ich würde mich tatsächlich heute auch noch gerne entschneidern. Und ich habe eine ziemlich sichere Bank für Rapfen drin. Also in meiner Box. Und ich glaube, den werde ich danach mal ranhängen. Und die letzte Zeit dann einfach nochmal mit dem versuchen. Aber bis jetzt, ich will die Mission noch nicht aufgeben. Für mich ist das wirklich eine Mission, die man schaffen kann. Und wenn nicht heute, dann irgendwann anders mal. Richtig, so ist es. Also Paul, weiter geht's. Definitiv. Leute, ja, ich konnte mich entschneidern. Und zwar, ja, mit dem Köder, den ich gerade gewechselt habe. Und er hat geraubt. Los. Da ist er noch. Alter, Alter. Leute, so muss das sein. Krasse Aktion. Fängt er erst einen Barsch oder dann raubt er erstmal einen schönen Rapfen. Eieiei, hast du richtig gesehen. Wo denn jetzt? Vor allem zum ersten Mal nach wie viel? 10, 20 Minuten wieder Action ja. Hier an der Oberfläche. Und da wird man doch gleich wieder nervös, Leute. Adrenalin. Total. Total. Und gerade so einen schönen Barsch gefangen. Konnte mich gerade nicht so richtig freuen über meine Entschneiderung. So Leute, ihr werdet es nicht glauben. Der Paul hat einen Rapfen. Jawohl. Niedlich. Nicht deine Größe, aber... Nur Rapfen. Rapfen. Pass schön auf mit den Haken, ey. Mhm. Weil die kleinen sind so spritzig. Sehr. Ja, entschneidert. Kleinster Rapfen, den ich jemals gefangen habe. Aber Rapfen und entschneidert. Sehr cool. Freut mich. Sehr gut. Aber entschneidert bist du nicht, weil du hast schon Barsch gefangen. Ach so, ja stimmt. Verzeihung. Ja, aber mischenmäßig entschneidert. Also richtig. Rapfenmäßig habe ich mich jetzt entschneidert. Sehr gut, Paul. Danke. Ja Leute, ihr seht, wir sind jetzt hier nicht mehr am Wasser, sondern schon an unserem Parkplatz. Paul, war eine coole Session, muss ich echt sagen. Auf jeden Fall, Chris. Hat richtig, richtig Spaß gemacht. Mich richtig gefreut, dass wir einfach mal wieder zusammen unterwegs waren. Ja. War ja auch schon mal eine ganze lange Zeit, das die stimmt. Wir jetzt nicht unterwegs waren. Richtig. Spaß gemacht. Geiler Tag.
Definitiv, so ist es. Ja, hat leider mit der Schlange nicht funktioniert, dafür aber mit dem Popwalker. Ja, ein schöner Rapfen ist es geworden. Muss man erstmal fangen hier. Ja, definitiv. Ne? Also war schon vorzeigbar. Auch wenn man die Fische sieht, ne? Es ist nicht so einfach, wie ihr vielleicht denkt, ne? Man muss ganz schön ackern. Wir waren jetzt 6 Stunden hier unterwegs gewesen, haben jetzt insgesamt 3 Bisse gehabt, einer hing. Ja. Ich habe auch den kleinen. Ja, stimmt, ja, stimmt. Du hast auch einen. Ja, würde ich dir nicht unterschlagen. Stimmt. Er war vielleicht noch ein Friedfisch, aber. Ja. Ja. Wie immer eine geile Sache. Mein Barsch noch. Also, so ist es. Im Endeffekt ein richtig cooler Angeltag bei schönem Wetter. Was gibt's Besseres, Leute? Genau. Mischen haben wir zwar jetzt nicht bestanden, aber wir machen das nochmal. Versprechen wir euch. Das sollten wir machen. Komm, das machen wir. Das machen wir. Cool. Jawohl. Dann knacken wir sie. So ist es. Ja, Leute, ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß mit der Folge. Und wir sagen wie immer, Petri, ciao und... Ciao, ciao. Macht's gut. Ja, so macht man ein Frontbild. So macht man das. Richtig. So, Leute. Da sind die Schlangen. Hat leider nicht geklappt. Ich bin heute Morgen mit so viel Motivation an diesen Köder gegangen. Eine Attacke ganz am Anfang, würde ich sagen, war kurz mal so keine Attacke mit Spritzer an der Oberfläche, aber so kurz mal angedippt, würde ich sagen, hatte ich. Bin mir auch mittlerweile jetzt nicht mehr ganz so sicher. Aber es ist nicht weiter schlimm. Das nächste Mal werde ich das bestimmt nochmal machen. Also wenn ich Rapfen angeln gehe, wird die Schlange das nächste Mal dabei sein, weil vielleicht kennst du es ja auch selber. Wenn du so einen gewissen Ehrgeiz hast, und den habe ich, dann willst du es schaffen. Und ich will damit einen Rapfen fangen. Meine Mission bleibt stehen, definitiv. Auf geht's, Paul. Action.